Hey, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Planet Zoo, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht heute mal wieder weiter, um Gottes Willen. Ich habe lange nicht mehr gezockt, fällt mir gerade mal auf. Bestimmt 2 Wochen irgendwie, weder irgendwas aufgenommen noch sonst irgendwas getan am PC. Naja, gut, außer das eine oder andere. Aber ja, wir sind zurück. Wir sind zurück bei Planet Zoo und schauen mal, was jetzt abgeht. Wir waren ja dran. Also wir waren dran eigentlich bei allem, Sachen zu entscheiden, vor allen Dingen hier, da müssen wir aussortieren, weil sie sich bald ins Gehege kommen werden. Sobald der Kleine, wie Kleine, war das ein R oder eine Sie ist es, glaube ich, groß ist, geht es hier rund. Das heißt, wir müssen hier aussortieren, aber wir haben natürlich vor, wir haben sehr viel Geld auf dem Konto, wie wir sehen. Und damit wollen wir natürlich, da wird die Scheiße weggesaugt, sehr gut. Damit wollen wir natürlich neue Attraktionen bauen und deswegen drücken wir jetzt auf. Das Wetter ist gerade so scheiße. Kein Bock bei so Regen. Egal, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir machen Pause, denn im Pausemodus bauen, Leute, schreibt es euch hinter die Löffel, ist wichtig. Ist wichtig. So, hier soll nämlich eigentlich das Affenhaus entstehen. Ja, und ich habe keinen Bock, jetzt wieder so ein hässliches Ding hier zu bauen, sondern es soll geil werden. Es wird jetzt nicht so ein mega krasses Ding, weil das können wir uns hier nicht leisten, damit ich irgendwie 15 Folgen nur am Bauen. Aber es soll schon jetzt nicht so scheiße werden. Deswegen, ich habe mir gedacht, wir machen so eine geile Kuppel irgendwie. Aber das ist natürlich. Was haben wir hier für einen Weg? Den da, oder? Nee. Der ist es nicht. Der ist es. Müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinkriegen. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wie man hier baut eigentlich. Ist das ein 8er? Nee, das ist ein 7er, glaube ich, ne? Schöner 7er hier. Ja, ein 7er. Man darf einen 7er nicht unterschätzen. So, wir machen hier mal einen geraden Weg, dass wir hier eine kleine Orientierung haben. So. Okay, womit fängt man an? Das ist jetzt die große Frage. Okay, ich muss erstmal gucken, was haben wir denn überhaupt an Material? Wir haben ja lange nicht alles irgendwie zur Verfügung. Das ist, ich habe schon wieder vergessen, die Packs zu kaufen. Jedes Mal, bevor ich hier anfange, denke ich noch dran. Und dann starte ich und habe es schon wieder vergessen. Ach Gott, diese bekackten Packs. Ja, da sind vielleicht natürlich dann auch nochmal die ein oder anderen Materialien dabei. Was ich jetzt gerade suche, sind Säulen. Aber die sind wahrscheinlich eher bei. Nee, wobei, die müssten doch bei Bau sein. Die müssten doch da auch sein, wo Wände halt sind. Guck mal hier. Ich finde, dass die Aufteilung hier in diesem Spiel echt grotte. Das haben sie bei Planet Coaster, finde ich, deutlich besser gemacht. Hier haben wir Säulen. Eieiei, das ist halt noch nicht so viel, ne? Ein Holzposten, wie sieht der aus? Eieiei. Extrem dünnes Teil. Das ist dasselbe in Dunkel, habe ich das Gefühl. Holzpfosten, Balken. Planet Zoo Balken. Balken rund. Ich hätte das gerne mal dicker hier. Ja, so in etwa. Nur halt als Holzding. Uiuiuiuiui. Damit können wir natürlich. Da müssen wir jetzt mal gucken. Warte mal, haben wir den denn auch in kurz? Den runden? Rund 2 Meter, rund 1 Meter. Das ist eckig. Und 8 Meter. Das ist jetzt 2 Meter, ja. Also, ist halt die Frage, ne? Müssen wir jetzt erstmal auch austarieren hier. Wo ist der Mittelpunkt? Leute, wo ist der Mittelpunkt? Ah, das wird ja jetzt spannend. Hier haben wir auch noch Balken rund bemalt. Das heißt, da kann man theoretisch die Farbe noch ändern. Was ist denn da jetzt? Der ist einfach nur weiß? Oder was ist denn? Der ist doch Holz, oder nicht? Ja, der ist doch aus Holz. Warum steht da nicht Holz? Man weiß es nicht. Wir sagen jetzt mal, hier ist die Mitte. Ist hier die Mitte? Hier ist die Mitte. So, ist das ein neues Gebäude jetzt? Nee, das ist, glaube ich, noch kein neues Gebäude irgendwie. Da ist noch kein Fundament oder sowas. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das denn zum neuen Gebäude? Das ist jetzt nur der Balken. Aber ich brauche ein Gebäude. Wir brauchen ein Gebäude, damit wir das hier duplizieren können und so. Klar, das geht auch so, aber ich will das nachher in einer größeren Gemeinschaft duplizieren. Warte mal, wo ist denn eigentlich? Achso, das muss man erstmal anklicken, okay. Was sind das denn für Dinger hier? Die haben unten so einen Nöckerl. Okay. Nee, das Holzding ist schon ganz gut. Das können wir ja auch selber dicker machen. Das ist ja kein Problem. Trotzdem frage ich mich jetzt, Gebäude nur Wand? Struktur, Zubehör? Das hier wird doch bestimmt.
Ist auch kein Gebäude. Okay, wann, ab wann ist denn hier bitte, also wenn ich eine Wand setze, auf jeden Fall, ne? Ja, ja, das ist jetzt ein neues Gebäude, eine neue Gruppe, okay. Gut. Das war früher bei den Säulen bei Planet Coaster auch anders. Das scheint jetzt hier gar nicht mehr so zu sein. Naja, okay, dann ist das trotzdem kein Problem. Dann machen wir jetzt Folgendes. Weil es schon nervig. Das ist schon nicht cool, weil ich weiß nicht, wie das da mit dem Drehen wird. Mittelpunkte. Sind das Gebäude? Leider auch nicht. Warum verarscht ihr mich denn hier so? Naja, egal. Wir versuchen es mal. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Was ist denn das? Das ist alles nicht so geil. Wir nehmen mal das, weil das hat eine Spitze. Und das richten wir jetzt aus. Ungefähr auf die Mitte. Und dann testen wir das nachher. Das ist nämlich, wenn man hier einmal am Anfang, weiß ich noch, bei Planet Coaster, einen Fehler macht, dann wird alles krumm und schief. Und ihr seht jetzt schon, das ist nicht richtig. Ja. Also wird jetzt eine Baufolge, Leute. Da müsst ihr euch jetzt drauf einstellen. Aber wir wollen hier nur mal jetzt ein Affenhaus bauen. Also bauen wir jetzt auch ein Affenhaus. So, aber das ist auch noch nicht ganz richtig, oder? Ah, das ist jetzt eine Fieselsarbeit. Vor allem sind die Pfeile dann irgendwann im Weg. Ah, doch, sieht ganz gut aus. Sieht ganz... Oder? Wo sind denn die Dinger hier? Die enden fast genau in der Linie. Ja, hier auch. Minimal vielleicht noch. Minimal vielleicht noch nach links in dem Fall. Boah. Okay, machen wir, lassen es mal so. Wir gucken mal, ob wir damit hinkommen. So, jetzt müssen wir das. Jetzt haben wir hier natürlich die Gruppe. Da ist aber bis jetzt nichts drin. Das heißt, wir wollen ja auf jeden Fall den Pfahl da drin haben. So, dann drücken wir hier drauf. Jetzt ist es eine Gruppe. Okay, das ist schon mal ganz gut. So, die bearbeiten wir jetzt. Jetzt machen wir nämlich Folgendes. Jetzt versuchen wir den Pfahl erstmal dicker zu machen. Wie kriegen wir das am besten hin? Natürlich erstmal das Teil hier kopieren. Aber jetzt müssen wir natürlich gucken. Das ist natürlich doch nicht so einfach, den Pfahl. Geht der unten zusammen? Nein. Sah dazu aus. Der soll ja eigentlich schon rund sein. Ne? Das ist dann doch nicht so einfach. Da hätten wir doch besser eckig gebaut. Das wäre deutlich einfacher gewesen. Ah, das ist natürlich jetzt blöd. Nehmen wir eckig. Wobei, man könnte es auch... Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wir machen jetzt eine geile Struktur. Das geht ja auch. Kann man einfach mal was Neues wagen. Und mal gucken, ob es am Ende gut aussieht oder scheiße. Wir nehmen jetzt hier quasi die vierfache Mickey-Maus. Nehmen wir hier jetzt. Ist das... Kann man schon fast okay, ne? Ist schon fast okay. Wir nehmen die vierfache Mickey-Maus jetzt. So, das ist unsere Mittelstütze jetzt. Und die können wir jetzt hier komplett mal hochziehen. 8 Meter waren das, glaube ich, ne? 16 Meter. Gucken wir gerade im Vergleich zu dem Haus. Wie groß wird denn diese Kuppel? Aber das ist schon... Na, wobei, das ist noch nicht groß. Wenn wir jetzt sagen, was für eine Gefälle hat die Kuppel. Also geht die sehr weit? Das sieht ja scheiße aus, ne? Also es müsste schon so eine normale Stärke sein. Da müsste es schon noch höher. Da müsste das schon noch höher, Freunde. Aber nicht nochmal 8 Meter. So die Hälfte vielleicht. Das muss man austarieren, Leute. Das ist nicht so einfach. Sheesh. Was ist denn die Hälfte? Warte mal. Wir machen es mal so. Das sieht doch von der Höhe ganz gut aus. Oder ist das immer noch zu niedrig? Könnte immer noch zu niedrig sein, ne? Die Kuppel wird dann nicht so riesig. Nee, das muss höher. Leute, das muss höher. Mächtiger. Geil. Okay. Lassen wir sie erstmal so hoch und gucken jetzt erstmal, die Kuppelform wird ja jetzt sowieso. Also das ist ja nicht ohne.
Was haben wir denn überhaupt? Oh Gott, da haben wir, glaube ich, gar nicht die möglichen... Die haben wir überhaupt irgendwas? Hier, das ist gut. Die sind schon mal nicht schlecht. Boah, ja, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man die jetzt da... Warte mal, wir nehmen mal Glasscheibe Dreieck. Jetzt muss man überlegen. Die muss mittig sein eigentlich. Oder? Die muss mittig sein. Aber was ist mittig bei so einem Dreieck, Freunde? Das ist ja ein gleichschenkliges Dreieck. Das heißt, eigentlich müsste der Holzbalken jeweils gleich weit von der Dings entfernt sein. Jetzt hier nicht so einfach. Ach, Freunde hier, das ist doch mal eine Folge. Da lernt man ein bisschen was, oder? Vor allen Dingen der Bauer hier. Der lernt hier aber deutlich am meisten. So, oder? Lass mal so lassen. Ist das denn, liegt das denn überhaupt auf? Ist auch die Frage. So, jetzt ist der Balken raus. Der darf nicht raus. Hier ist nochmal, das ist eine Doppelscheibe hier offenbar. Eigentlich, nee, warte, aber eigentlich gibt's das auch zu? Das ist alles Glas, ne? Das müsste eigentlich zu sein, kein Glas. Das kann man vielleicht nachher manuell noch irgendwann machen. Lassen wir es mal so. Wir lassen es jetzt mal so. Jetzt ist natürlich die Frage, ob diese Dinger hier... Nehmen wir das... Alter, fuck, das habe ich mir natürlich gedacht. Das passt ja vorne und hinten nicht. Ich dachte, die hätten auch diese... Gibt's die... Warte mal. Die sind richtig, aber die sind zu dick. Ich wollte die nicht... Gibt's die 5 mit den 2 Metern nicht auch in... Das ist doch blöd. Was ist jetzt hier denn eigentlich der Unterschied? Glasscheibe? Glasscheibe. Ach, das ist Fünfeck und Sechseck. Ah. Warte, was brauche ich denn jetzt überhaupt, um da auszukommen? Dafür muss man diesen Fußball studiert haben. Dafür muss man Fußball studiert haben, weil man kommt, weiß es ja nicht. Warte mal, was mache ich denn jetzt? Wenn ich jetzt überall hier erstmal einen runter mache, pass mal auf, wir testen das jetzt. Er ist jetzt an der hier ausgelehnt, ne? Ach du Kacke, warte mal. Ich will ihn jetzt nicht verbiegen. Das heißt, wir machen mal folgenden. Kann man Dächer überhaupt, wahrscheinlich, doch, geht. Jetzt natürlich die Frage, was für einen Winkel nimmst du hier? Das ist zu viel. Das gibt keine Kuppel, meine lieben Freunde. Also, machen wir mal 15 Grad. Das heißt, das hier wäre der erste Winkel, 15 Grad runter. Aber wo geht man jetzt hin, ne? Okay, 15 Grad runter. Müsste man jetzt testen, ne? Das hieße jetzt, wenn ich da... Hab's gebaut. Aber jetzt muss ich den erst mal gerade machen wieder. Und wenn ich... Geht so nicht. Komm so nicht auf den da. Doch, komm ich. Oder? Doch, müsste so sein. Ja, Leute, leckt mich jetzt hier mit, ne? Darauf achte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da habe ich jetzt gar keinen Nerv zu. Hier, ob da jetzt so ein komisches Ding da noch rauskommt, ganz ehrlich. Wie weit sind wir da rein? Ah, okay. Aber höher? Nee. Nee, schon so richtig. Okay, so. Ah, okay, dann kommen da wieder Dreiecke raus. Was ist, wenn ich ein Sechseck nehmen würde? Was ist, wenn ich ihn nehmen würde? Warte mal. Nee, aber dann wird es hier... Warte mal. Das hier ist jetzt nicht mehr gleichschenklig, oder? Das hier? Was ist das denn jetzt? Was kommt der denn dazwischen? Das ist es hier nämlich nicht mehr. Das ist es nicht mehr. Das passt nicht. Sanft. Und echt passt aber auch nicht dazu. Schüssel, was haben wir denn jetzt fabriziert?
Ich glaube, das geht nicht mit 5 Ecken. Ich glaube, das muss man 6 Ecke nehmen. Nochmal Rückwärtsgang, Freunde. Nochmal Rückwärtsgang. Wir müssen, glaube ich, das 6-Eck-Ding hier nehmen. Eieieiei. Ich glaube, das wird nichts mit dem Affenhaus. Zumindest nicht. Da muss ich off-cam vielleicht arbeiten. Nee, aber das machen wir jetzt. Nö. Machen wir nicht. Also, ich arbeite nicht off-cam. War das jetzt? So, warte mal. Wenn ich den jetzt kippe, sind wir da nicht mehr dran. Warum bin ich denn jetzt eigentlich so verrückt? Ich habe den anderen habe ich erstmal gedreht, ne? Naja. Ist egal. Muss hier, glaube ich, auch auf einer Linie bleiben, oder? Kann das sein? Fragezeichen? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Okay. Wo war da? Was ist, wenn ich da jetzt einen dran pampe? Warte mal, ich probiere mal gerade was. Das ist ja ein Gebäude. Was ist, wenn ich jetzt die beiden nehmen würde? Na komm. Und drehe. Drehen die sich... Ah ne, die drehen sich um den Punkt. Warum denn das? Ich dachte, das ist ja immer das Gebäude. Verdammt. Okay, warte mal. Was ist, wenn ich das mache? Okay. Wohl nicht ganz den Mittelpunkt gefunden. Warte, mach mal einen hier weg. Was ist das hier für Dinge eigentlich? Jetzt ist hier wieder ein normales gleichschenkliges Dreieck drin. Oder? Mal gucken. Okay, ne, nehmen wir nur das. Aber irgendwie habe ich nicht ganz den Mittelpunkt gefunden. Ihr seht das. Ist jetzt nicht so tragisch, kann ich noch richtig schieben, aber... sein, oder? Auf jeden Fall ist er verschoben. Der muss auf jeden Fall noch hier rüber. So. Leute, guckt euch das mal an hier, die Kuppel, du. Geil, ey, wie weit wir gekommen sind in einer Folge. Das ist ja unglaublich geil. So, aber jetzt kannst du ja, jetzt muss man ja. Fuck, ey, jetzt kommt ja eine andere Neigung. Oh Gott, das wird nix. Das wird ja gar nichts. Das wird ja überhaupt nichts. Klassisches Beispiel dafür, wie man sich übernimmt. Das Ding ist nämlich jetzt, das Problem ist jetzt, dass man sich ja auch wieder weiter nach unten biegen muss. Man kann jetzt hier nicht auf diesen 15 Grad bleiben, sondern muss ja jetzt überlegen, wo du hingehst. Machst du jetzt den? Oder machst du jetzt den? Wie geht das denn? Okay, das erste ging ja jetzt noch, aber danach wird es ja jetzt komplett konfus.
Da müsste man, das geht einfacher, glaube ich, wenn man komplett nur mit Dreiecken arbeitet. Dann hast du mehr Schnittstellen, dann kannst du da, glaube ich, noch mehr, aber um das zu machen, ey. Ja, man müsste das nur mit Dreiecken machen. Das geht auch mit denen, aber dann hast du die ganze Zeit so Kanten und Ecken, die sich überschneiden. Leute, vielleicht sollten wir doch ein einfacheres Affenhaus bauen. Ich meine, ich hätte super gerne so eine Kuppel. Vielleicht gibt es ja eine im Workshop, da würde ich mal eine runterladen, die mir meinem Gusto entspricht. Ich habe nämlich keine Zeit jetzt und Nerven, mich da selber jetzt dran zu setzen, auch off-cam nicht. Man könnte das nur mit Dreiecken, geht das, glaube ich. Ja, nur mit Dreiecken hast du viel mehr Schnittstellen und Möglichkeiten, das rund zu bekommen. Du hast natürlich mit den 6 oder 5 Ecken deutlich weniger Chance. Ich meine, man könnte eine eigene Struktur erfinden. Es muss ja keine Kuppel sein, so. Man könnte eine eigene Struktur entwickeln. Und jetzt hier quasi so ein Stück in 50 Grad, in 15 Grad. Und dann gehst du hier halt ein Stück so. Aber weiß ich nicht. Da gibt es dann auch Schnittstellen, die eventuell ein bisschen komisch aussehen. Dann ist so ein Sechser oder so vielleicht. Guck nur mal gerade grob, was da für eine Struktur rauskommen würde. Jetzt hast du die 6. Und die würde ich jetzt hier ranpumpen. Aber oh, das sind die denn verschoben? Wann hat's euch denn verzogen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Das in die andere Richtung, dann hat man schon ordentlich Fläche. Aber auch ordentlich Probleme. Das Ding ist nämlich jetzt, was machst du in der nächsten Reihe? Das jetzt natürlich, ist das jetzt nicht richtig da dran, weiß ich. Die sind ja jetzt nach vorne geneigt. Wenn du das noch zweimal hier dran machst, was passiert dann? Muss er jetzt versetzen? Der muss weg. Das geht schon irgendwie. Also mit einer anderen Struktur. Mit einer Kuppelstruktur. Ich weiß es nicht. Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich gucke mich mal im Workshop um und ansonsten werden wir uns so in der nächsten Folge wiedersehen und gucken, ob wir hier irgendeine andere Struktur einfach irgendwie bauen. Keine Ahnung. Es ist ja jetzt einfach nur wichtig, dass ein Dach drüber ist, so. Welche Struktur das hat, ist eigentlich scheißegal, weil man kann das so, mit Stützen kann man ja bauen.
ja. Ich lasse das jetzt erstmal so. Tolle Folge, wir haben viel geschafft. Freut mich. Bis zum nächsten Mal, euer Brilli.